Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB Verse Report. Ja, und wie man sieht, bin ich jetzt hier gerade alleine und ich stehe auch nicht, sondern sitze ganz bequem. Ich bin also heute nicht bei uns im Studio, sondern ganz in heimlicher Atmosphäre zu Hause, denn ich habe heute keinen Co-Moderator. Das bedeutet, Cecilia ist aktuell noch im Urlaub, Dozer und Weezen müssen beide arbeiten. Das heißt, diesmal liegt es an mir, euch die News zu präsentieren und ihr müsst heute leider ausschließlich mit mir vorlieb nehmen. Nächste Woche wird das Ganze schon wieder anders. Ja, also von daher, was gibt es Neues? Wir starten mit dem Hot Topic und das war was ganz Besonderes, nämlich die letzte Folge von Around the Verse, die erste Folge, um genau zu sein, 2017. Da ging es um Aliensprachen. Wer sich das mal angeguckt hat, der hat schon sehen, was da für großes Potenzial hintersteckte. Denn Dave Haddock hat hier einen wirklichen Experten für künstliche Sprachen interviewt mit dem Namen Britton Watkins. Dieser Mann hat also schon für Avatar und für verschiedene andere Franchises wirklich Kunstsprachen erfunden, die eben wirklich so aliensprachenartig kommen. Und das tut er nun auch für Star Citizen und hat dabei zwei seiner Arbeiten exemplarisch vorgestellt, nämlich einmal die Vanduul-Sprache und die Xian oder Xian-Sprache, wie er es auch nennt. Die sind nämlich beide aktuell in der Ausentwicklung und da gibt es ganz, ganz viel zu lesen drüber. Also ich persönlich muss sagen, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich bin auch jemand, der sehr viel und gerne mit Sprachen zu tun hat. Deshalb interessiert es mich ganz besonders. Aber für alle anderen, die eben zumindest mal einen Einblick haben wollen, wie sich diese Sprachen dann anmuten im späteren Star Citizen-Universum, die sollten in diese Episode unbedingt mal reingucken. Wir wissen also jetzt, dass die Sprachen sehr unterschiedlich aufgestellt sind, gerade von den Vanduul und von den Xian. Also man kann zum Beispiel sagen, die Vanduul-Sprache hat sich im Grunde genommen aus den Zeichen dieser dreifingerigen Vanduul-Hand entwickelt. Also gerade die Schrift eben, die hat sich daraus entwickelt, dass quasi große Krieger ihr eigenes Zeichen, ihr Mark, ihr Symbol auf gefallenen Gegnern hinterlassen haben. Und diese großen Krieger wurden dann irgendwann dialektisch umgesetzt in einen ganzen Sprachverlauf und damit konnte auch diese Schrift sozusagen zu Papier gebracht werden oder eben an die Wand gekritzelt. Und tatsächlich wird die Schrift gar nicht so viel direkt mit dem gesprochenen Wort zu tun haben. Außerdem haben wir erfahren, dass die Vanduul nicht nur über Sprache und Gesten, sondern tatsächlich über eine Biolumineszenz am Körper miteinander kommunizieren. Also es ist ein zusätzliches Ausdrucksmittel, was sicherlich auch den Kontakt mit dieser Spezies sehr, sehr speziell machen wird. Andererseits bei den Xian ist es so, dass hier ist quasi zwei verschiedene Parallelsprachen gibt. Eine offizielle Sprache, die zum Beispiel benutzt wird bei offiziellen Anlässen oder wenn Diplomaten begrüßt werden und grundsätzlich könnte man sagen, ein Hochxian darstellt, während es auch noch einen Dialekt gibt, der aus der Militärgesellschaft der Xian herkommt, wo tatsächlich in einer Art Slang gesprochen wird. Das heißt, sehr, sehr viel offener, sehr viel lockerer und so würde zum Beispiel ein Xian niemals mit einem Outsider wie zum Beispiel einem Menschen sprechen. Alles sehr, sehr spannende Ergebnisse, von daher würde ich sagen, schaut mal in diese Folge rein, wenn es euch interessiert. Und für alle, die jetzt glauben, um Gottes Willen, ich muss nicht noch eine Sprache lernen, nicht noch für ein Computerspiel, bitte nicht, kann ich nur sagen, Leute, ihr müsst die nicht lernen. Es wird Übersetzungscomputer in eure Mobiglas geben, aber die werden unterschiedlich gut sein. Ganz die Standardausstattung wird quasi so eine Art Google-Übersetzer, die euch irgendwie unter Umständen mal Kauderwelsch rauswirft und dann habt ihr im Zweifelsfall die Tochter von irgendeinem Banu beleidigt, anstatt sie für ihre Kochkünste zu loben. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ihr die upgraden könnt, die Übersetzungsmatrix da drin, dann wird es halt sehr viel einfacher für euch, das zu erfassen, was der gesagt hat. Und dann könnt ihr im Screen quasi die richtigen Antworten auswählen. Chris Roberts hat dazu gesagt, wer sich wirklich die Mühe machen möchte, solche Sprachen zu lernen, der wird das können, der wird es komplett lernen können und der wird dann natürlich die allerbesten und genauesten Ergebnisse herausfiltern, das heißt auch kleine Feinheiten mitkriegen. Also für alle Sprachexperten, Exolinguisten da draußen und vor allem Explorer kann ich nur sagen, das ist vielleicht ein Blick wert. Ich finde das eine ganze sehr, sehr spannende Aktion. Von da aus gehe ich jetzt weiter zu den Weekly Updates. Ja, und da hatten wir letzte Woche das erste Mal den Happy Hour Livestream. Ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, über dieses Jahr. Wir setzen uns hin und zocken ein bisschen. Es gab auch sehr, sehr viel Kritik auf Reddit dafür, dass eben sowas wie Reverse the Verse eingestellt wurde, wo man eigentlich Infos draus gezogen hat. Denn die meisten schrieben, und muss ich ganz ehrlich sagen, zu Recht, ja, wenn ich Gameplay sehen will, dann gehe ich halt auf Channel, wie zum Beispiel unseren hier. Oder eben irgendjemand anderes, Angry Bot zum Beispiel im Deutschen. Oder natürlich hier Board Gamer UK,
und wie sie alle heißen, Nubifier, die ganz viel Gameplay zeigen und natürlich auch Streamer wie Bad News Baron können das auch. Da kann man aber dazu sagen, ich war dann positiv überrascht, denn sie haben nicht nur einen Streamer-Gast dabei gehabt, Myra vom Test Squadron war dabei und hat zusammen mit Disco Lando und Tyler Wilkins Star Marine gespielt, sondern sie hatten auch spontane Gäste in der Show. Gäste, die sie nie weiter ankündigen, die aber dann immer mal rein droppen, wo sie nicht versprechen können, dass jedes Mal einer dabei ist. Aber diesmal war es echt hochwertig, nämlich Todd Pappy, der Design Director, war live im Stream und außerdem Alex Marshall, Senior Producer, war ebenfalls da. Und die haben echt viele Fragen beantwortet und für mich war das echt mal ein total informatives Ding. Es ging nämlich rund um Star Marine. Schaut euch die Zusammenfassung oder lest euch die Zusammenfassung bei SCB durch. Dort haben sie es übersetzt. Ich kann nur sagen, das, was von Star Marine ursprünglich erwartet wurde, ein taktischer Shooter, ein eher langsames Gameplay, ein ja wirklich ausgefeiltes Gameplay, das ist das Ziel. Und Todd Pappy hat direkt gesagt, sie selbst sind noch nicht zufrieden mit dem, was Star Marine jetzt ist. Sie wissen, dass es zu schnell ist. Sie wissen, dass das Damage-Modell noch nicht funktioniert, dass all die Mechaniken, die sie geplant haben, noch nicht da sind. Die werden aber langsam kommen. Es fängt an mit den Rüstungen, die Gewicht haben werden und die unterschiedliche Eigenschaften haben werden, geht dann weiter über das Ausdauermodell und die Atmung und dann über das Schadensmodell, dass zum Beispiel Arme, Gliedmaßen, also Arme, Beine, Gliedmaßen eigene Schadenszonen bekommen und dann dadurch auch der Rückstoß anders, härter wird für die Waffe. All das sind Infos gewesen, die da drin stecken. War wirklich interessant, kann ich euch nur empfehlen. Schaut mal da rein und ich werde dieses Format jetzt auch selber weiter verfolgen, weil ich tatsächlich dann gespannt bin, wen sie sich immer mal dazu holen und was für Infos wir über verschiedene Bereiche des Spiels rauskriegen. Von daher, das, was ich letzte Woche dazu gesagt habe, kann ich nur sagen, ich halte mich zurück und ich behaupte das Gegenteil. So ist es also. Guckt euch das an. Ich fand es sehr, sehr spannend. Wir gehen von da aus weiter zu einer anderen guten Neuigkeit, wie ich fand, denn auch bei unserem letzten Video, als wir die neuen Formate von CIG vorgestellt haben, gab es die Fragen bei uns in den Kommentarsektionen, was ist denn aus 10 for the Chairman geworden? Ja, und da habe ich jetzt gute Neuigkeiten, denn 10 for the Chairman, die nächste Episode, die erste 2017, wird gerade vorbereitet. Da werden Fragen aktuell gesucht und hier geht es um ein ganz besonderes Thema, was auch uns hier vom Channel sehr am Herzen liegt, nämlich die Ship Balance Changes, also dieses neue Balancing der Schiffe und das neue Flugmodell 2.6. Sie nehmen also dieses Thema auf, was ja wirklich für Wirbel an vielen Stellen gesorgt hat und werden da wird Chris Roberts selber explizit zu diesem Thema Fragen beantworten. Das bedeutet, alle Subscriber unter euch, die Fragen haben und die gerne irgendwas dazu wissen wollen hier, die können jetzt aktuell in dieser Woche noch Fragen dazu stellen und das kann dann bei 10 for the Chairman aufgenommen werden. Von daher setzt euch ran, macht es, wir haben das auf jeden Fall schon gemacht und wenn ihr zum Beispiel Patreon von uns seid, dann könnt ihr auch uns darüber über Patreon die Fragen stellen und wir werden dann gucken, dass wir einzelne davon gut ausgewählt dann auch für euch veröffentlichen, wenn ihr selber kein Subscriber seid. Und ansonsten hört euch in euren Communities um, wenn ihr wirklich Fragen dazu habt. Es gibt immer irgendwo einen Subscriber, der das gerne auch für euch posten würde. Also von daher, macht es, ist eine gute Möglichkeit. Und ich persönlich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir jetzt wissen, 10 for the Chairman kommt wieder. Wenn vielleicht auch nicht in einer wöchentlichen Variante oder eben relativ unregelmäßig. Aber es kommt auf jeden Fall von Zeit zu Zeit und sie geben sich da die Mühe, das zu machen. Weiterhin wird es auch da mit den Fragenformaten weitergehen. Nämlich diese Woche kommt die erste Subscriber Town Hall. Wenn dieses Video online ist, wird das schon da sein. Und vermutlich werden die Jungs von SCB schon dran sein und das übersetzen. Das heißt, auch dafür wurden jetzt Fragen gesammelt und da geht es diesmal vor allem ums Persistent Universe und Fragen, die die Bäcker dazu haben. Ja, und dann am Donnerstag kommt die erste reguläre Folge von Around the Verse, das heißt kein Special wie letzte Woche, sondern da geht es dann wirklich ganz regulär in den Senderablauf und da können wir sehr gespannt sein, was da für weitere Infos auf uns warten. Apropos Donnerstag, Donnerstag ist auch für uns nochmal ein guter Termin. Hier geht es nämlich dann los mit unserem ersten Livestream, Let's Crash, meine Show, die geht am Donnerstag, startet in die neue Runde 2017. Also von daher seid dabei, verpasst es nicht, 20.15 Uhr auf unserem Twitch-Channel geht's los und es gibt natürlich auch wieder was zu gewinnen. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich euch da im Chat wiederfinde und wir gemeinsam eine coole Show haben und so ein bisschen gucken, was
erwartet uns denn jetzt 2017? Worauf können wir uns wirklich freuen und wo können wir noch ein bisschen skeptisch sein, ob es denn nun wirklich kommt? Seid also am Donnerstag dabei, das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, von da aus gehen wir nochmal zu unseren Videos. Also wir haben eins gehabt, jetzt letzte Woche zusätzlich zum SCBverse Report. Da ging es um Big Benny Stonehenge. Das ist ein kleiner geheimer Ort. So geheim ist er inzwischen nicht mehr, aber ihr könnt ihn euch auf jeden Fall in dem Let's Play mal anschauen. Ich bin da mal hingeflogen mit meiner Reliant und habe mir mal dieses kleinen Gag, dieses kleine Gimmick angeguckt, was ja so ein bisschen, sagen wir mal, eine kleine Zukunftsaussicht darauf birgt, was man vielleicht alles im Verse von Star Citizen so entdecken kann, an ernsthaften oder auch an lustigen Sachen. Ansonsten, unsere Videoproduktion läuft jetzt langsam wieder an. Wir fangen jetzt auch, ähnlich wie CIG, sind wir sehr viel intern damit beschäftigt, uns zu ordnen und zu gucken, wie machen wir wo, wann, was, wie teilen wir die Ressorts untereinander auf und so weiter. Die letzten kommen noch zurück aus dem Urlaub, das heißt, habt ein bisschen Geduld, wir sind ein bisschen langsamer im Starten jetzt, als wir es vielleicht sonst waren, aber wir machen genauso weiter. Und auf die Frage hin, die auch in den Kommentaren war, warum habt ihr so wenig Videos gemacht jetzt in letzter Zeit? Tatsächlich haben wir uns auch die Urlaubszeit genommen und werden jetzt wirklich Stück für Stück wieder anfangen und auch dann wieder Voice-Over präsentieren, wenn wir neue Formate von CIG haben und so weiter und so fort. Jetzt aktuell setzen wir erstmal ein bisschen aufs Gameplay. Von daher viel Spaß dabei zu sein und da möchte ich an der Stelle wirklich nochmal danken, dass wir seit der letzten Woche immerhin 5 neue Unterstützer auf Patreon gewonnen haben, die ich jetzt immer mal am Ende der Sendung kurz nenne. Das sind nämlich Leonidas, Gerfi23, Christian Hildner und Toasty. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ansonsten bin ich jetzt durch mit dem SCBverse Report. Ja, war eine coole, knackige, informative, kurze Folge. Sobald mehr Infos von CIG kommen, wird natürlich auch der SCBverse Report wieder mit diesen ausgestattet. Aktuell warten wir noch darauf, dass wir zum Beispiel den neuen Schedule kriegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt weiter dabei. Abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bei Star Citizen sein wollt. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt mir ein paar nette Kommentare drunter. Und wenn ihr mit zu unseren Patreon-Unterstützern zählen wollt, dann kommt doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich mit einem freundlichen und wenn auch gerade alleinigen, aber umso netteren See you on the flight deck. Sawyer out.